Hallo zum zweiten Teil der Serie Ableiten wie im Abi. Und auch hier sollen wir nur die Ableitung der angegebenen Funktion f bestimmen. Und wie auch schon erwähnt, kommen solche Ableitungsaufgaben auch typischerweise im Abitur von Baden-Württemberg im hilfsmittelfreien Teil als Aufgabe 1 vor. Am besten du stoppst das Video jetzt und versuchst dich an der Aufgabe und anschließend kannst du deine Lösung überprüfen. Okay, starten wir mit Aufgabe A. Wenn wir uns jetzt diesen Funktionsterm anschauen, dann sehen wir, dass wir einen konstanten Faktor haben, 2 mal einen Klammerterm hoch 6. Und in diesem Klammerterm steht eine Funktion von x. Und Funktionsterm hoch 6, das schreit natürlich nach der Kettenregel. Und wenn wir jetzt die erste Ableitung bestimmen, dann müssen wir erstmal daran denken, dass der konstante Faktor beim Ableiten erhalten bleibt. Also wir können diese 2 mal einfach übernehmen. Und auf diesen Funktionsterm hoch 6 müssen wir jetzt die Kettenregel anwenden. Dabei ist 5 plus e hoch 2x die innere Funktion, die wir dann in die äußere Funktion, welche besagt, nimm diese innere Funktion und rechne hoch 6, einsetzen. So, bei der Kettenregel machen wir ja zuerst die äußere Ableitung unter Beibehaltung der inneren Funktion. Das heißt, Klammer hoch 6 abgeleitet ist die 6 nach vorne genommen als Faktor mal Klammer hoch 5, wie bei der Potenzregel der Ableitung. Und unter Beibehaltung der inneren Funktion heißt, wir schreiben diesen inneren Funktionsterm einfach ab. Dann brauchen wir noch die innere Ableitung, also die Ableitung der Funktion 5 plus e hoch 2x. Das ist eine Summe, hier darf man summandenweise ableiten. 5 abgeleitet fällt beim Ableiten weg und e hoch 2x abgeleitet. Das ist ja auch wieder die Anwendung der Kettenregel. E hoch irgendetwas abgeleitet ist e hoch irgendetwas, also das bildet sich quasi so zurück, mal die Ableitung von diesem irgendetwas, also dieser inneren Funktion, die Ableitung von 2x ist 2. So, damit sind wir im Prinzip fertig. Hier kann man jetzt noch ein bisschen die Faktoren zusammenfassen. 2 mal 6 sind 12, mal 2 sind 24. Dann können wir das e hoch 2x noch an diese Stelle schreiben und schreiben dann noch den Klammerterm ab. Und das ist unsere erste Ableitung. Und hier haben wir bei der inneren Ableitung sogar die Kettenregel ein zweites Mal anwenden müssen. So, hier in Aufgabe B haben wir einen Funktionstyp, der wahrscheinlich mit der beliebteste Funktionstyp im Abi ist. Ich werde nochmal eine ganze Videoserie darüber machen, welche typischen Aufgaben es gibt, die sich um diese Art von Funktionen drehen, die aus zwei Faktoren bestehen. Der eine ist eine Exponentialfunktion e hoch irgendetwas und das andere ist im Prinzip ein Faktor, der einen ganz rationalen Funktionsterm darstellt. Was du natürlich erkennen solltest, ist, dass hier zwei Funktionen von x mal verknüpft sind, also dass es ein Produkt ist und dass wir daher die Produktregel der Ableitung anzuwenden haben. Wie im Vorgängervideo schon gezeigt, benennt man dann den einen Faktor u von x, den anderen v von x, schreibt dann die Funktion u und v separat raus und bildet dann jeweils die Ableitung. 2x plus x² abgeleitet ist 2 plus 2x und um e hoch minus 2x abzuleiten, brauchen wir hierfür die Kettenregel. E hoch irgendetwas abgeleitet ist erstmal wieder e hoch irgendetwas, also e hoch minus 2x, dann die Ableitung von irgendetwas, also die Ableitung von minus 2x ist minus 2. So, die Produktregel sagt ja, dass man rechnet u mal v' plus u' mal v. Also aus diesem Schema das mal das plus das mal das. Hierbei ist es jetzt wichtig zu beachten, dass wenn wir hier einen mehrgliedrigen Term haben, der ja als Faktor einzusetzen ist, dass wir dann die Klammer nicht vergessen. Und weil hier minus 2 steht, machen wir auch besser eine Klammer drum. Und u' ist auch ein mehrgliedriger Term mit Klammer. Und v ist unser e hoch minus 2x. Jetzt sind wir im Prinzip fertig, aber es bietet sich immer an, zu gucken, ob man was ausklammern kann. Und was bei so einem Funktionstyp immer geht, der ein Produkt von e hoch irgendwas mit einer anderen Funktion ist, dass dieses e hoch irgendetwas in der Ableitung ausklammerbar ist. Einmal haben wir e hoch minus 2x hier als Faktor stehen, aber auch hier als Faktor. Wenn es nicht sofort deutlich ist, kann man sich diesen Faktor minus 2 mal e hoch minus 2x so dahinschreiben.
Dann können wir also e hoch minus 2x ausklammern. Dann bleiben von diesem linken Summanden 2x plus x Quadrat in Klammern mal minus 2 über, dann plus. Und hier rechts bleibt 2 plus 2x über. So, als nächstes kann man jetzt hier diese beiden Faktoren ausmultiplizieren. 2x mal minus 2 ist minus 4x, x Quadrat mal minus 2 ist minus 2x Quadrat. Und das können wir einfach abschreiben und anschließend hier in der Klammer zusammenfassen. Ich sortiere das jetzt nach Potenzen. Minus 2x Quadrat, dann rechnen wir minus 4x plus 2x ist minus 2x plus 2. Das sieht ja schon mal schön aus. Was man jetzt noch machen könnte, ist, man könnte jetzt hier noch eine 2 ausklammern. Dann würde hier überbleiben minus x Quadrat minus x plus 1 hier in der Klammer. Okay, die letzten Schritte waren natürlich ein bisschen Kosmetik. Die Ableitung hätte man hier eigentlich vollzogen, aber ich finde es immer wichtig, dass man guckt, ob man was ausklammern kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit der ersten Ableitung nach Extremstellen suchen würdest, dann müsstest du die Gleichung ja gleich 0 setzen. Und dann ist es immer besser, wenn man versucht, hier eine faktorisierte Form zu generieren. So, bei Aufgabe C haben wir auch wieder ein Produkt zweier Funktionen, die wir also mit der Produktregel ableiten. Dazu benennen wir U und V, schreiben die raus und bestimmen dann die Ableitung zunächst von U. E hoch minus x abgeleitet ist erstmal e hoch minus x mal die innere Ableitung, also die Ableitung von minus x ist minus 1, also ich kann das einfach so stehen lassen, minus e hoch minus x. Komplizierter sieht es hier mit diesem Wurzelterm aus und hier müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, dass eine Wurzel sich als Potenz schreiben lässt, nämlich als Potenz mit diesem Argument x minus 1 hoch 1/2. Damit haben wir v erstmal nur umgeschrieben. Und hier solltest du erkennen, dass wir das jetzt ableiten mit der Kettenregel. Klammer hoch 1/2 abgeleitet ist erstmal, dass 1/2 kommt als Exponent nach vorne als Faktor. Die Klammer, die innere Funktion x minus 1 bleibt erhalten. Und der neue Exponent ist dann der alte Exponent reduziert um 1. 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Das wäre die äußere Ableitung, dann die innere Ableitung von x minus 1. Die Ableitung von x ist 1, minus 1 fällt beim Ableiten weg. Dann sieht das so aus, dieses mal 1 braucht man also gar nicht hinschreiben. Das kann man noch ein bisschen schöner schreiben. Wir können wieder zurück zu der Wurzelschreibweise gehen. Hier steht x minus 1 hoch minus 1/2. Da können wir einen großen Bruchstrich machen. Dieses 1/2 können wir über den Bruchstrich als Faktor hier verteilen. Und hier steht die Wurzel von x minus 1, aber jetzt im Nenner, weil der Exponent ja hier ein negatives Vorzeichen hat. So, zum Schluss fügen wir jetzt alles zur Ableitung zusammen. Das mal das plus das mal das. So, dann plus das mal das. Und damit sind wir mit der Ableitung fertig, aber wir können wieder unser e hoch minus x hier jetzt ausklammern. Dann bleibt von dem linken Produkt das über und von der rechten Seite minus Wurzel x minus 1. Und damit sind wir fertig. So, ich hoffe, dir haben diese Übungsaufgaben geholfen. Schau dir auch noch den ersten Teil an, falls du es noch nicht gesehen hast. Und am besten, du abonnierst den Kanal, um auch künftig keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn es dir geholfen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch und empfehle meine Videos und meinen Kanal deinen Mitschülern und Freunden weiter. Schau auch mal auf den Social Media Seiten von Mathe hoch 13 vorbei. Und natürlich freue ich mich immer über Feedback, Videowünsche und Anregungen. Immer rein damit in die Kommentare. Weiterhin noch viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.